Jo, da wären wir wieder. Und ich habe nachgeguckt, das ist echt gar nicht so schlimm. Und es ist, wie ich vermutet habe, in dieser komischen Fabrik gewesen. Und die komische Fabrik wäre... Das da. Ein Electrolyzer. Und wir müssten vorher noch Aluminium selber erforschen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich kann aber mal gucken, was es da für lustige Rezepte gibt. Nimm. Glas, nein, Tin, nein. Nickel, Invar, Solder. Eigentlich müsste das hier irgendwo sein. Aber es wird auch erst auftauchen, wenn ich die Forschung durch habe. Hm? Powder Silicon. Ja, auf jeden Fall hier drin soll das sein. Das heißt, das lasse ich jetzt mal auf Tasche, dass wir darauf zugreifen können. Und sobald die Laser Rifle Forschung durch ist, mache ich dann die Alu Forschung. Genau, das weiße Ding. Und das braucht... Fuck. Ah, okay, Alumina wird dann auch da drin sein. Ja, ich habe natürlich nur geguckt, wie man Aluminium herstellt. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie man die ganzen Subkomponenten herstellt. Das wäre ja sinnvoll und so. Aber da es Gott sei Dank direkt daneben ist, ne? Das wird alles bei diesen Bob-Sachen drin sein. Also bei den Electrolyzern. Was gibt's dann noch so bei den Bob-Maschinen? Eventuell brauchen wir noch neue Bob-Maschinen. Also eine MK2-Version von diesem komischen Ding da. Damit wir alle Subkomponenten herstellen kann. Aber ist auf dem Weg, ist auf dem Weg. Und dieses Untergrundrohr irritiert mich immer wieder, weil ich da nicht durchlaufen kann. Aber es wird daran liegen, dass das halt kein Vanillarohr ist, sondern irgendwas von irgendeinem anderen Mod. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Metallrohre herkommen. Ah, Bob Logistics. Das ist also noch nicht zu Ende programmiert. Ja, ist okay. Dann gab es noch viele nette Hinweise, was ich noch optimieren könnte. Zum einen... Was kriegt ihr jetzt ein bisschen Kohle? Zum einen sehr viel von dem Yoki-Mod. Also Wasserpumpen zum Beispiel, die nicht ganz so viel Platz wegnehmen wie das hier. Die brauchen allerdings diese mechanische Energie. Wobei wir ja schon gesehen haben, dass ein so ein mechanisches Energieherstellding... Keine Ahnung, wie das heißt. Wo ist das mechanische Energieherstellding? Ja, das ist das Hauptproblem, das ich damit habe. Hier, ein Small Electric Motor, der aus elektrischer Energie mechanische macht. Also Bewegungsenergie. Genau damit werden die betrieben. Die bringen wohl wesentlich, wesentlich mehr Wasser. Das heißt, ich könnte das einfach irgendwo hier unten daneben klatschen, hätte den Platz denn hier frei später für andere Dinge. Das wäre das eine. Dann wurden die Boiler vorgeschlagen, aber die stehen ja inzwischen schon. Das konnte man damals noch nicht sehen. Was ist mit dir los? Ach so, hier sollte mal eine Schmelze hin, huh? So, und dann aus der Schmelze raus ein Ärmchen. In noch eine Kiste. Kiste? Okay. Wow, Kisten, verdammt nochmal. Oh, Laser Rifle ist fertig. Das ist sehr schön. Ich hätte gerne Aluminium. Go. Brauche allerdings auch wieder, ne? Was? Achso, genau. Rote Tränke wollte ich sagen. Die ja gerade so ein bisschen Mangelware sind. Aber da kann ich einfach mal nachhelfen. Das ist ja okay. Hab ja noch genug Steinzahnräder. Das haut schon irgendwie hin. Wie sieht's mit dem Smog aus? Oh. Okay. Stimmt, da gab es auch noch Kommentare zu. Also Smog ist weniger geworden, definitiv. Aber was wohl am effektivsten wäre, wäre, wenn wir einen Ring um unsere Basis rumbauen. Und da wird es dann aufgesaugt. Weil nur weil hier gesaugt wird, heißt das nicht, dass der Smog von da hinten dann auch angesaugt wird. Das ist ein wenig komplizierter mit dem Smog. Schaden wird es dennoch nicht. Und ich habe nicht so wirklich Platz, das hier irgendwo zu machen. Weil die brauchen ja auch alle jeweils immer mechanische Energie und so. Also, muss ich schauen. Ich denke, später wird es eh darauf hinauslaufen, dass wir gar nicht auf Smog-Reduktion gehen, sondern einfach alles bekommen wollen, was wir bekommen können, ne? An Gegnern. Für Alien-Artefakte. Ah, das ist schon okay. So, was haben wir noch Schönes zu erledigen? Erstmal hätte ich ganz gerne davon ein paar, um meinen Eigenbedarf aufzufüllen. Dann hätte ich gerne hier die roten Tränke drin. Wenn alle schön am Forschen sind, dass da keinen Leerlauf gibt. Überprüfen wir mal hier die Kisten.
Dass die auch alle schön fleißig am Werkeln sind und Holz. Achso, die Holzkiste dafür wird. Holz ist okay, hält sich aber auch in Grenzen. Stahl, wie immer. Wollte ich euch nicht ersetzen durch andere Schmelzen? Ich glaube schon. Mach die mal alle weg. So. Blub, blub, blub. Die drei müssten schneller sein als die, wie viel auch immer das da waren. Erze. Ja. Ja, die Schmelzöfen sind dezent schneller. Die da hinten kriegen gar kein Erz mehr ab. Ja, ist jetzt nicht ganz so toll. Okay, wir müssten eigentlich jetzt die zweite Reihe machen. Dafür müssten wir das hier umbauen. Wir brauchen mehr Platz. Sammeln wir das mal alles auf, das sieht ein bisschen dreckig aus. Und baue das mal so um, dass alles nach unten irgendwie zeigt. So. So, F. So. Und dann die Replikatoren einfach hier, hier so verteilen. Und dann mal gucken, ob das hinhaut. Ja, haut hin. Okay. Was liegt da auf dem Boden? Komischer Kohlestaub-Döns. Von früher noch. Hier war ja früher die Anlage für die Blöcke. Genau, hier müssen jetzt wieder Ärmchen hin, wovon wir wieder keine haben. Blau, 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 blau. Wir haben keine braunen Chips. Okay, ich gehe braunen Chips klauen. Ich gehe Eisenzahnräder klauen. Und Eisen und allgemein Gedöns. Haben wir Eisenzahnräder überhaupt? Also Eigenbedarf? Nö, ne? Sollten wir mal machen. Machen wir eine Eigenbedarfskiste. Oh, die Kisten schon leer. Kiste. Und aus dir sollten wir eine schnellere Fabrik machen. Und so, dass wir ein bisschen mehr Eisen bekommen. Sehr gut. So, braune Chips. Her damit. Abbrechen, abbrechen. Stibitzen. Bauen, 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 bauen. Achso, und hier könnten wir eigentlich auch mal eine Kiste hinmachen. Nur für Ärmchen. Damit ich auch davon mal ein paar habe. Ja, 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 ja. Das ist jetzt quasi die Vorstufe von den Logistik-Slots. Damit auch immer für mich was abfällt. Na, rote Tränke hält sich. Das auch nur, weil wir selber produzieren. Das schön weiter. Aber Alu ist ja gleich fertig. So, genau, ich war hierbei. Ärmchen. Raus, raus, raus. Raus. Fließband hier rum. Fließband hoch. Und das geht sich hoffentlich auch auf. Also hier liegt es auf die rechte Seite. Das fährt darum, darum, darum. Kupfer bleibt auf der rechten Seite. Es ist jetzt noch okay. Problem ist nur, sobald die sich verbinden. Also ich mache das Ganze jetzt ja auch. Oh. Ich kann das Ganze gar nicht oben machen. Wegen Akkus. Das habe ich so nicht bedacht. Okay, das heißt, die Hälfte muss dann gleich Eisen, die Hälfte Kupfer werden. Das ist interessant. Polishing? Nein, ich will keine Schleifscheiben. Wir haben immer den Daumen verbrezelt, die Dinger. Die sind garstig. Okay, natürlich nur, wenn man sich tollpatschig anstellt, aber davon ganz ab. Was jetzt? Ich habe keine Ahnung, was wir von Bob jetzt als nächstes brauchen. Ich werde auf keinen Fall irgendwas jetzt herstellen, was rote Tränke braucht. Das soll sich erholen. Also mach mal irgendwas Replikator-ähnliches. Wir haben keine 100. Oh doch, könnten wir haben. ...200? Okay, Entschuldigung, hier Anlage und Gedöns. Ich muss kurz gucken, wie viele Kondensatoren wir haben.
Null. Was? So, weil ich keinen Stahl reingelegt habe. Ja, hier, mach mal. Also die Forschung wird schon mal nix. Da muss was anderes her. 200 auf keinen Fall. Wir haben keine Alternativen. Also nichts wirklich super Tolles. Tin hatte ich, glaube ich, schon erforscht. Draht, nee. Kohle, nee. Nochmal groß. Na, ist auch wieder rot. Mist. Achso, und die Windräder wurden übrigens nochmal ans Herz gelegt. Weil angeblich mit genug davon können selbst Hightech-Fabriken, also richtig High-End-Fabriken, durchgehend genug Strom haben. Weil die halt auch nachts arbeiten. Aber es sind auch wieder 150 rote Tränke. Ich glaube, ich forsche erstmal gar nichts. So, ist okay. Macht ihr mal. Ist mir egal. Was sacken wir hier alles ein? Tun wir jetzt da rein. Und die roten tun wir erst dahin, wenn sie das wieder aufgestaut hat. Mhm. Die nehme ich mit. So, was war ich noch gerade am Wuseln? Ich war hier oben bei den Replikatoren am Wuseln. Was sind. Das sind alles übrigens noch die MK0-Replikatoren. Weil die MK1er Superkonduktor braucht und 90 von den grünen Platten. Das ist echt krass. Aber gut. Das heißt, die brauchen lange Ärmchen. Und die hier brauchen halbe, weil da mache ich jetzt Eisen. Und dann dürfte es am Ende genauso aufgehen, dass Kupfer rechts ist und Eisen links. Weil halt halbe Ärmchen bei den Eisendingern ist. Jo, gut. Das heißt, die können wir auch weiterbauen. Was? Habe ich davon nicht mehr? Nö, anscheinend nicht. Ja, aber so bauen wir es denn hier unten auch noch weiter. Oben halt, wie gesagt, Akkus und Solarpanels. Das heißt, so viel Platz haben wir nicht. Aber wir werden einfach nach und nach die MK0er durch MK1er ersetzen und dann die MK1er durch MK2er und dann passt das schon irgendwann. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Ich brauche grüne Platten. Mehr grüne Platten. Das sind ein paar grüne Platten. Du brauchst Eisenplatten. Ich brauche mehr Eisen. Und hier sieht es echt mau aus. Warum sieht es so mau aus? Weil die Magnete alle verbraucht werden. Hier oben. Oh, ist okay. Eisen. Ich hätte gerne Eisen. Ganz, ganz viel Eisen. 10. Ich hätte gern mehr. Immer mehr. Einfach alles leer machen. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ich einfach so die ganzen Ressourcenkisten leer machen kann. Daran muss gearbeitet werden. Ja. Die könnte ich theoretisch alle abreißen. Mach ich auch mal. Oh, warte. Das können wir mal überprüfen. Genau. Ein MW machen die gerade. Also wahrscheinlich irgendwelche anderen, die gerade aktiv sind. Wenn nicht, kann ich jetzt gucken, ob die auch so einen hohen passiven Stromverbrauch haben. Und das müsste jetzt weniger sein als ein MW. 938. Ja, ist jetzt nicht aussagekräftig, weil ich Dinge abgerissen habe, die auch am Laufen waren. Das können wir so nicht machen. Aber ja, hier kommen jetzt die ganz normalen Dytec-Schmelzöfen hin. Die haben wesentlich mehr Power und dann passt das schon. Und ich weiß, dass ich mit der Reihe davon hinkommen werde. Weil wir haben davon ja MK2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Die werden ja irre schnell später. Bau bis dahin nochmal 2 davon. Das sollte erstmal reichen. Bau hier schon mal um. Ich brauche mehr davon, kann das sein? Ah ne, ich habe noch einen Stack, okay. So, unten ist schon mal vorbereitet.